Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir also unsere Schulden abbezahlt. Yay! Und ein komisches heiße Quellen-Ending gehabt oder was auch immer. Daraufhin haben wir unsere Freundschaft mit allen maximiert, bis auf Elvin. Was ich hier offscreen nachgeholt habe. Ich habe ein bisschen mit dem Typen gespielt. Hab irgendwie mein gesamtes Geld in Jetons reingeballert. Also ich habe jetzt noch ein Geld, aber Geld brauchen wir sowieso nicht mehr. Und ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen knapp bei Kasse. Verdammt. Ja, aber das hat wenigstens gereicht für einen Freundschaftsrang. Gelobt sei der Herr. Und der wird auch reichen, ja. So, jetzt haben wir Freundschaft von allen Charakteren maximiert. Sehr gut. Alles klar. Freundschaft zu Elvin wächst. Aber gut, ich habe irgendwie einen Fünftling oder so gehabt, was ich irgendwie zum ersten Mal gehabt hatte. Und für immer beste Freunde. Sehr gut. Mein Blutsbruder Elvin. Und da habe ich direkt irgendwie mit einem Schlag, nachdem ich verdoppelt hatte, alles gehabt. Schätzungsmäßig, also 20.000. Beste Freunde habe ich bekommen. Sehr gut. Wir sind mit allen Freunden. Boah. Da ist ein Titel. Lass mal sehen. Wer mein bester Freund, du bist so innig mit deinem gefährten Freund, dass dir von der ganzen Umarmung schon die Arme wehtun. Sehr gut, richtig hohe Titel, die wir hier bekommen. So, dann ab zum Geschäftlichen. Obwohl, geschäftlich brauchen wir ja nicht mehr, brauchen ja nichts mehr bezahlen. Yay! Ich gehe da mal nach Jeandu. Oder. Oh, wir können alles andere hier anscheinend nachgucken. Frage ist erstmal, machen wir ihn. Ja, das ist die Dingens. Die Dungeon hier. Gehen wir nach Marksburg. Guck mal, was unsere Charaktere alle zu sagen haben. Den ganzen Freundschaftsboost. Mila zum Beispiel. Na? Bestimmt nur so Kleinigkeiten wie bei Elise, ne? Ludger, ich habe das Gefühl, zwischen uns hat sich eine sehr starke Bindung entwickelt. Ich wollte dir nur ein kleines Zeichen meiner Anerkennung geben. Was hier habe ich für dich gemacht? Ich hoffe, es gefällt dir. Wow. Steht dir echt gut. Okay, wir können Klamotten bekommen. Sie sehen irgendwie aus wie deine Wähler. Wie würde Jude das wohl finden? Ja, sieht aus wie von Wähler. Natürlich tun sie das. Darum geht's doch, oder nicht? Ich wollte ein Design kreieren, das unser Traum symbolisiert, eine Welt, in der Menschen und Geister in Frieden zusammenleben. Aber deine Reaktion nach so Urteilen bist du nicht gerade davon begeistert. Begeistert. Gut, dass wir uns nun nur 35 Designbesprechungen hatten. Schau doch mal, ob du dich daran gewöhnst. Die vier und ich werden uns einen neuen Look überlegen. Genau. Habe ich etwas Komisches gesagt? Wie auch immer, es freut mich, dass es dir gefällt. Sehr gut. Fähigkeitenbuch, Luftrüstung und Milas Farben, Ludger. Sehr gut. Geschenk von Mila, damit sie wie Zwillinge aussehen. Hat aber was, die Farben? Ist aber bei jedem Charakter an so. Wäre richtig geil. So, nächster. Oder nächste. Niakera, es wird wahrscheinlich Musee sein. Und Luftrüstung haben wir bekommen. Das sollte ich mir vielleicht auch mal angucken. Luftrüstung. Umgehe das Taumelrisiko bei Angriffen im Sprung. Okay. Ja, wieso? Warte mal. Ich habe dadurch wieder schön FP bekommen. Ich möchte hier Dingens einige andere Sachen haben, glaube ich. Zum Beispiel, wo sind die ganzen Arts 2 und so? Zweite Arts, habe ich schon alle. Okay, verdammt. Dann nehmen wir, weiß ich nicht. Ja, Levelwiederherstellung bei jedem Charakter mal rausgenommen, weil so wichtig ist die Fähigkeit jetzt nicht mehr so, habe ich so Gefühl. So, Musee, allerliebste Musee. Was geht? Hey, Ludger, ich habe etwas ganz Besonderes gemacht, nur für dich. Es ist ein Geschenk. Aha. Ist auch Farben. Hui. Mein.
Wie findest du die Kleider? Ich finde, das ist alles ein wenig zu auffällig für mich. Wow, die sind sogar erstaunlich schick, meine ich. Was meinst du mit erstaunlich? Was hattest du erwartet? Ich habe einen guten Geschmack, musst du wissen. Gefällt dir die Farbe des Hemds nicht? So kann man etwas nicht im Laden kaufen, weißt du? So etwas kann man nicht im Laden kaufen, meine ich. Ich habe Quarksfleisch gekocht und einen ganzen Trianten mit der Hand ausgepresst, um diese Farbe zu erhalten. Ich würde dir auch sagen, wo das Material herkommt, aus dem die Krawatte ist, aber das ist dann doch ein bisschen zu intim. Ich schube mir seit 3 Tagen die Hände wund, um den Geruch loszuwerden. Das habe ich alles für dich getan, du besonderer Kerl. Siehst du, so merkst du, wenn du es mir wirklich klasse zu tun bekommst. Sie macht einen sprachlos. Lütka, du bist so ein schüchterner kleiner Junge, nicht wahr? Willst du ein kleines Geheimnis wissen? Ich finde schüchterne Kerl irgendwie niedlich. Hihi. Oh Gott, Hilfe. Quark-Outfit und Zauberbann. Ich könnte mir schon vorstellen, was das ist. Zauberbann. Ja, da kommt richtig geile Sachen. Gucken wir erstmal hier. Zauberbann. Weiß nicht. Keine Arzt können mich irgendwie beeinflussen oder irgendwie sowas, so wie bei Rowan. Glück, 50%ige Chance, den durch feindliche Arzt eingesteckten Schaden zu verhindern. Oh, ist das das? Oh, warte mal, das ist gar nicht mal schlecht dann. Feindliche Arzt eingesteckten Schaden zu verhindern. Bams. Ja, klar. Und Quacker natürlich. Ja, haben wir ja gerade gesehen. Werde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Ja, weiter geht's. Sherilton. Ich nehme an, Roan. Okay, Kleidung sind natürlich auch toll, aber die Fähigkeiten sind im Moment gerade wichtiger. Was auch immer ich bekommen könnte. Blöd ist, ich zeige die Kostüme irgendwie voll selten. Keine Ahnung, in der Story wollte ich die nicht einsetzen und jetzt weiß ich nicht mehr, wann ich die einsetze, weil ich voll kacke. Und tada, ich habe meinen Abend damit zugebracht, die perfekte Hemd-Krawatt-Kombination für euch zu nähen. Hä? Sind jetzt alle irgendwie Schneider oder was? Bitte erlaubt mir euch, das Geschenk als Symbol unserer unvergänglichen Freundschaft zu überreichen. Okay, das sieht cool aus. Ich habe mir dafür die Finger wund genäht. Jawohl, es ist eine Sammel, das recht erfolgreich, wie ich meine, ein Gefühl von Gesundheit und Wohlstand vermittelt. Sieht richtig cool aus. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wegen den ich ein wenig bedrohlich. Tja, auf alle Fälle sind sie ziemlich schwarz. Schwarz ist eine Trutzburg, mein Freund. Die Launen anderer Farben können mir nichts anhaben. Ich will, dass ihr die Stärke besitzt, unbeirrbar euren Weg zu beschreiten und euch nicht durch andere davon abbringen zu lassen. Und wie können diese Lektion besser auf den Punkt gebracht werden als mit diesen düsteren Kleidung? Nun. Ja, aber seid gewarnt, denn Schwarz ist eine Farbe, die alle anderen Farben einhüllt und verschlingt, denn dies wegen ihrer. Wenn diese es wagen, ihren Weg zu kreuzen. Schwarz ist die Farbe der Macht, mein Freund, und Macht sollst du stets mit Vorsicht genossen werden. So sehr ich auch darum bete, dass ihr stark und mächtig sein möge, gebe ich euch doch diese Kleider auf, dass ihr lernt, vorzuspalten zu lassen. Oh, ich sollte euch auch davon warnen, dass Schwarz die Farbe ist, die Fusel aufnimmt, sonst wie keine andere. Ihr müsst sie gut bürsten, wenn ihr sie überwaschen habt. Außerdem absorbiert Schwarz mehr als alle anderen Farben Licht und Hitze, tragt es also nicht zu lange in direkter Sonneneinstrahlung. Und versucht nicht zu sehr daran zu schwitzen, die Salze, die ihr absondert, werden an der Oberfläche gelangen und peinliche Flecken hervorrufen. Zudem muss ich euch davor warnen, allzu häufig Schwarz zu tragen. Es stimmt, dass jedermann in Schwarz toll aussieht, doch sollte die Farbe sparsam eingesetzt werden. Sich ständig ganz im Schwarz zu kleiden, ist so, als würdet ihr immer Dessert essen. Irgendwann verliert es den Reiz, dass euch euren guten Geschmack nie verderben, Junge. Mhm. Mein lieber Ludger, ihr seid ein so höflicher junger Mann. Ich finde in meinem Alter nur noch selten gute Zuhörer. Eure Freundschaft bedeutet mir so viel. Und Fähigkeitbuch, Zauberschild, ist er doch wahrscheinlich, ne? Ja, die werden dann keine Arztwirkung zeigen. Ja, das ist aber auch bei Heilarzt der Fall, glaube ich. So, und das Schwarze werde ich jetzt so was von anziehen. Und es kommen ja keine Story-Sachen mehr, deswegen tue ich jetzt mal bei jedem, weiß ich nicht, ein bisschen gucken, was ich so ausrüste an Kleidung.
Ein kohlenschwarzes Ensemble. Das sieht richtig cool aus. So, und Jacke fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Deswegen nehmen wir das auch. Tun wir erstmal nur so oberflächlich alles machen. Sieht doch nicht auch gut aus. Weiß nicht, sie ehrlich gesagt auch. Aber ihr finde ich irgendwie blau besser. So, dann. Ja, ich habe die ganzen anderen Sachen hier auch noch. Ich weiß, aber die kennt man ja aus dem Xilla 1. Die habe ich auch bei Xilla 1 ein bisschen öfter eingesetzt. Deswegen zeige ich jetzt erstmal die meisten Sachen hier, die man in diesem Teil nur findet. Sie zum Beispiel sehen schwarz auch richtig gut aus. Farbvariation. Er sieht im Weiß wiederum gut aus. Nur die Farben erstmal ändern. Lass mir nächstes Mal einfallen. Er sieht ehrlich gesagt im Standard am besten aus, finde ich. Oder? Hier so. Sieht auch episch aus. Lass mal das erstmal. Sie hat auch so ähnlich wie Dingens wie Mila. Ah, laufen wir alle so rum. Ja, in Schwarz, richtig geil. Ja, Jean Do, da ist Dingens. Oh meine Güte. Canvala, da ist Gaius wahrscheinlich am Warten. Hab bis jetzt nur von Elise irgendwie kein Kostüm bekommen. Schade. So ein komplett pinkes Kostüm ist da. Das wäre auch richtig gut gewesen. Ja, ne. Warum haben wir von ihr irgendwie kein komplett pinkes Kostüm bekommen? Das verstehe ich nicht. Naja. Ja, von ihr haben wir aber eine stärkere Art. Glaube ich. Weiß gar nicht, ob die stärker ist. Ich meine, die stärker. Der Pink-Variante. Ich habe ja irgendwie so einen Hammer irgendwie, der mehr Schaden abzieht, je länger ich verbunden bin. Und das ist manchmal richtig krank. Keine Ahnung, ich sehe irgendwie so beinahe 200.000 ab mit den Dingens, mit der Spezialfähigkeit, mit der Mystikart von Elise. Der ist richtig krank bei den Bossgegnern gewesen. Bei Ex-Monstern. Dieses Land war einst die Heimat meiner Freunde, weißt du? Als ich jünger war, nahmen Wingull, die anderen und ich dieses Land ein und vereinten Aujul. Ich war damals in meiner Blütezeit und ich hatte nur eins im Sinn, nämlich meine Feinde zu zerschmettern. Ich verstehe. Damals hatten Wingull und ich eine besondere Art, das wir gemeinsam nutzen. Es hieß Schall und Bahn. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stammesführer wir damit vernichteten. Stimmt das wirklich? Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Ludgar. Ich würde den Namen unseres verbundenen mystischen Arts gerne in Schall und Wahn umändern, wenn du nichts dagegen hättest. Okay. Ja, bei leuchtendes Fluten. Okay. Ja, warum nicht? Hast du eben gesagt, keine Bange? Woher kennst du unser Kampflied? Nun nicht. Ich hätte es wissen müssen. Es ist sicher bereits eine Legende. Jedes Kind lernt es in der Schule. Der Feind ist zu viel zu wahren, die Hoffnung schon verloren. Doch kein Bang, nun fing es an mit Schall und Wahn. Bald flohen sie in Scharen, als wir standen vor den Toren. Ich war seit Jahren nicht mehr so aufgeregt. Na los, Ludgar, sing die zweite Strophe. Okay. Du kannst den Namen von Gaius und Ludgars verbundenen mystischen Art jederzeit ändern, indem du mit Gaius in Kamera sprichst, zeige allen, wie stark du bist. Und Krisenbrecher. Okay, cool. Krisenmancher. Krisenschub. Ach, da ist doch das, wenn man als letzter irgendwie noch steht, ne? Ja, aber das ist irgendwie so sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ist okay. So, nächster oder nächste. Schon du, Fenmont, das wird Jude sein. Da haben wir dann alle. Elvin, wo ist Elvin? Ja, ne, wo ist Elvin?
The job postings sure are beneficial. Why we could. Boah, sieht richtig cool aus ohne Jacke. Weißt du, Ludger, ich war bis vor kurzem noch Medizinstudent. Ich wollte immer nur meinen Abschluss machen und in die Fußstapfen meines Vaters treten. Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich eigentlich wollte. Aber dann entdeckten wir, dass jenseits des Himmels eine ganz andere Welt existierte. Olympios. Und nun bin ich hier, auf Reisen mit einem Olympion. Das ist wirklich seltsam, weißt du? Hey, ich habe mich gefragt, würdest du gerne den Namen unserer verbundenen mystischen Art ändern? Hä, warum? Ach, nur so, ich habe nur das Gefühl, die Dinge haben sich so sehr verändert, dass ich einen Namen wollte, der diesen Moment festhält. Weißt du, was ich meine? Hast du eine Idee? Hm. Aber mir gefällt sonst nichts. Wie wäre es mit himmlisches Urteil? Keine Ahnung. Urteil? Meinst du das vielleicht als Erinnerung an deinen Bruder? Er war zwar streng mit dir, aber nicht aus Wut, sondern weil er deinen Entschlossenheit auf die Probe stellen wollte. Hey, das muss ja nicht peinlich sein. Wir haben es ihm zu verdanken, dass wir uns Origins Prüfung überhaupt stellen können. Es spricht nicht dagegen, unsere Art nach ihm zu benennen. Ja. Genug ausgeruht. Gehen wir, Ludger. Okay. Ja, das. Ungeschlagen. Okay. Und vielleicht gucken, was das überhaupt ist. Standfestigkeit. Oh, das ist doch, wenn man am Boden steht und nicht, ja. Nehmen wir das Thema weg. Bams. Das ist richtig geil. So kann man nicht mehr getaumelt werden. So, der Round. Ach, Elvin ist dann wahrscheinlich auch in Chandu, ne? Dann gehen wir mal. Wahrscheinlich irgendwo anders. Ja, da bei dem alten Haus seiner Mutter. Look at this crowd of people. Don't let me get squished. Schau, wenn ich ein komplett pinkes Kostüm haben von meine Güte. Elise, das hätte irgendwie gepasst. Warum will ihr mir? Warum will mir ihr Name nicht einfallen? Was ist heute mit meiner Sprache los? Ich nicht sprechen kann, gut heute tun. Entschuldigung. So, schwarz auf trifft auf weiß. Hey, Ludger. Ich habe hier einen Vintage, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Vintage-Helm, inklusive Krawatte von Frismau, was weiß ich. Nun, weil ich dir was schulde. Okay, keine Ahnung. Mir gefallen sie dir. Wenn du sie anziehst, wirst du sehen, was besonders dran ist. Ich meine, ein richtiger Mann ist nur so gut wie die Marke, die er trägt, stimmt's? Vertrau mir einfach. Ich finde, ich sehe darin aus wie ein Butler. Sie sehen richtig teuer aus. Wie konntest du dir das bloß leisten? Nun, das Ganze hat mich ein paar Groschen gekostet, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Du bist mir nichts schuldig. Ja, wir schulden schon wieder. Obwohl wir schon mal dabei sind, ich wollte dich noch etwas fragen. Ach ja. Nun, weißt du, hier in Olympias steht eine große Nachfrage nach Kinderdarstellern. Ich wollte mir selbst ein Stück vom Kuchen abschneiden, wenn du weißt, was ich meine. Ein Studio gründen, ein paar Gigs organisieren. Was würdest du auf neu, wenn ich Elle zum Star mache? Sie wäre bestimmt ein Hit. Du musst ja keine Sorgen machen, mein Freund. Sie ist ein Naturtalent. Elle hat etwas, von dem vielen Mädchen in ihrem Alter nur träumen können. Sie hat das gewisse Etwas. Siehst du es nicht? Natürlich siehst du es. Wir sind uns also einig. Dann setze ich für uns alle schon mal einen Vertrag auf. Und wir ziehen die Kosten für die Kleider einfach von deinen Agentenhonorar ab. Wie findest du das? Was? Mach dir keine Sorgen, es dauert vielleicht eine Weile, bis du sie abbezahlt hast, aber das macht nichts. Willst du mir nicht mit den üblichen 0,01% von Gewinn doch einverstanden, oder? Ausgezeichnet. Also ich habe keine Schulden, ganz ehrlich. Kampfmeister. Evan ist ein echter Modefan, die waren sicher nicht billig. Hast du das Etikett gesehen? Vintage, Fismauge und Söhne. Angriffsumwandlung. Oh, das ist auch nicht schlecht. Weiß ich nicht. Nehmen wir das vielleicht. Boah, 12. Keine Ahnung. Also ich dachte, da ist irgendjemand auf dem Tisch irgendwo am Rumzucken. Hat für einen Moment so ausgesehen. Gehen wir noch Leron zu Leia.
nehme ich sehr stark an, wird ja nur noch Leia, ne? Ron, Elvin, Joe, Mila, Elise, Leia, ja, Leia. Warum denke ich da überhaupt nach? Hallo, ist ja offensichtlich. Und was kriegen wir von ihr? Ich mach spannend. When you're in a place like this, it feels as though the whole world is. Kann mir jemand mal wieder Geld geben? Ich hab ein Geld. Ah, Leia. Was geht? Leia hier mit einer Eilmeldung. Brandaktuell, ich habe mir einen neuen Namen für unsere verbundene mystische Art überlegt. Wie wäre es mit der Ludganaut? 9 von 10 Befragten befürworten diese Namensänderung. Eine Augenzeugin behauptet sogar, es sei am besten klingen Worte, die sie je gehört hat. Okay. Das ist ein Schlag. Es ist wohl eine Zeit, dass der Ludganaut entfesselt wird. Meine Güte. Oder Luganaut, was weiß ich. Gefällt er dir? Juhu, danke, dass du diesen umwerfenden Namensänderung zustimmst. Wenn du nicht zugestimmt hättest, wäre ich ziemlich niedergeschlagen gewesen. Kapiert? Was? Ach komm schon, keine Reaktion. Ich habe die ganze Nacht daran herumgeeift. Wie auch immer, lassen wir den Luganaut raus. Wir beide können hau drauf, Kumpan sein. Ich glaube, sein Name wird Luca einfach ausgesprochen. Ich habe ihn die ganze Zeit Ludgar genannt. Ich weiß, man. Natürlich. Was? Icons ist aktualisiert. Okay. Himmelssoldat. Himmelssoldat. Nee, da brauche ich nicht. Da wurde jetzt immer die Ereignisliste aktualisiert. Können sie auch noch erledigen. Also hier, okay, ja. Na gut, dann haben wir ja eine Menge erledigt. Ich sage, erstmal gehen wir nach Shondu und knüppeln hier das ganze Kolosseum mal ein bisschen weg. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht bei Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Bams.